Gebt euch, Helden. Habt ihr euch auf diese Schlacht vorbereitet? Ignoriert alles, was ablenkt. Ja, das ignorieren wir und damit hallo, liebe Hyperianerinnen und Hyperianer, zu einer kleinen Aufnahme von Heroes of the Storm. Und zwar probieren wir heute mal Hanzo aus. Habe ich gerade gekauft. Wir schauen uns einfach mal an. Ich habe keine Ahnung, 10 Sekunden. Wie man den spielt. Ja, das klingt noch nicht schlecht. So. Sturmbogen. Pfeil aufzuladen. Möge die Schlacht beginnen. Okay, das ist der Streupfeil. Genau, das war das hier. Und E war Sonarpfeil. So, probieren wir mal. Hoch. So. So, ich kann, glaube ich... Ah ja, so kann man da laufen damit. Okay, na, das wird lustig. Achso, ich muss da gar nicht. Ich muss die Taste gar nicht gedrückt halten. Okay, ich muss dann bloß immer klicken. Und dann kann ich da immer so laufen. Okay, das ist gut zu wissen. Ah ja, okay. Das ist gar nicht mal so einfach. So, mit D kann ich da rüberspringen dann überall. Ah, ich habe mal getroffen. Geil. Ich bin da begeistert. Ich tue, was ich muss. Oh, das ist gar nicht mal so einfach. So. Euch wohlgesonnen. Gut gemacht. Ah, okay, die Reichweite nicht gereicht. Die Reichweite nicht gereicht, das finde ich gut. So. Welch Kühnheit. Geil. Damage habe ich noch nicht so viel gemacht. Also wie gesagt, ich spiele das erste Mal gerade Hanzo. Ich dachte, ich probiere es einfach mal mit in einer Aufnahme. Ich muss mich zurückziehen. Wie man eben Hanzo dann spielt und so weiter. Ich habe... Ja. Also das Zielen ist echt ein bisschen schwieriger. Wählt ein Talent. Mit den Augen des Drachen. Ja. Bei Dienemonstern erhöht den Schaden von Streupfeil gegen nicht-heroische Ziele. Automatische Angriffe töten Diener sofort. Erhöht die Reichweite automatischer Angriffe. Ich verstehe. Automatisch töten Diener sofort. Erhöht die Reichweite automatische Angriffe 3 Sekunden lang um 2. Aha. Okay, na gut. Du bist nichts. Das ist ja cool. Euer Wille ist stark, sterbliches Wesen. Eine perfekte Attacke. Ich werde bald erscheinen, wie auch mein Gegenspieler. Oh, das ist echt, da muss man echt ein bisschen sich noch... Ich verstehe. Also es ist ein komplett anderes Spiel mit Hanzo tatsächlich. Als jetzt mit Tracer. Was ja vollkommen in Ordnung ist. Du kannst mir nicht entkommen. Ach man, diese Reichweite ist echt. Ich werde dieses Land läutern und auf ewig von euch befreien, Dämon. Ich verstehe. Das gibt's nicht. Ah! Nein! Feind getötet. Fast. Sehr gut. Ach ja, hier sieht man diese Dinger da. Blutrausch. Du bist nichts. Ja, ich muss abhauen. Verdammt. Oh, das ist echt ungewohnt. Das ist echt mega ungewohnt, Hanzo. Aber es macht irgendwie... Sagen wir es mal so, er spielt sich trotzdem... interessant. Also er spielt sich nicht so langweilig wie viele andere Helden, sondern man hat immer noch ein bisschen... Lasse ich mich nicht besiegen. Ja, weiß ich nicht, wie man das jetzt sagen soll. Lasst uns diese Fehde an einem geeigneteren Ort austragen. Buße, 0 von 12, okay. Müssen wir jetzt mit dem... Aua. Ich gebe nie auf. Mist. Wieder stärker als zuvor. Falsche Taste gedrückt.
Ich wollte drüber springen, aber vergessen, dass es bei mir auf der Leertaste liegt. Naja, ist ja hervorragend. Ich habe 3000 Damage gemacht. Hervorragend nicht. Das ist ja toll. Also das ist... das läuft doch nicht ganz so gut. Ich mich nicht besiegen. Oh nein, 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 nein. Das sieht... Meister. Ja, schaffen wir. Geil. Beachtlich. Cool, ich habe mir immer gekillt. Ich bin da begeistert. Wenn man das, glaube ich, also wenn man den richtig spielen kann, macht das, glaube ich, unglaublich viel Spaß. Beziehungsweise, es macht nicht nur viel Spaß, sondern... Toll. Blödes Gift. Schildbrecher. Automatische Angriffe und Sturmbogen fügen Schilden Bonusschaden zu. Sturmbogen erhöht die Fähigkeitsstärke. Allem gewachsen. Automatische Angriffe verringern die Abklingzeit von Streupfeilen. Heldentreffer mit Sturmbogen. Was war das? Erhöhen die Fähigkeitsstärke jeweils 10 Sekunden um 5%. So leicht lasse ich mich nicht besiegen. Das hört sich eigentlich nicht schlecht an. Alles, was ablenkt. Das hört sich prinzipiell mal nicht schlecht an. Also ganz wichtig, ich spiele auch nur eine Runde. Also ich nehme, oder anders, ich nehme nur eine Runde mit Hanzo jetzt auf. Ich muss ruhen, Helden. Doch ich werde zurückkehren. So. Das hat sie. Nein. Toll. Bin ich reingelaufen aus Versehen. Beachtlich. Oh, cool. Murky gekillt. Ah. Oh, das ist echt. Das ist echt krass, weil du hast dieses Dingens, wo du es genau siehst. Aber es ist mega schwer, da im Eifer des Gefechts, finde ich, den Winkel rauszufinden. Die Zielscheiben. Nein. Ja, war zu kurz, verdammt. Hat aber auch angezeigt. Das habe ich nur leider nicht wirklich realisiert gerade. Boah, das ist echt krass. Feind getötet. Mein Triumph stand nie in Frage. Wappnet euch. Ich werde bald eintreffen. Unwürdig. Ah. So, ich zieh mich mal zurück. Sicher, sicher. Boah, das ist echt interessant. Verstanden. Jawohl, verstanden. Ich habe auch den gelben Skin mal ausgewählt. So, Drachenschlag. Ruf zwei Drachengeister herbei, die Gegner Schaden zufügen. Jawohl. Natürlich machen wir das. Die Engel sind Doppelkill. Ah, so geht das. Okay. Blutrausch. Welch Kühnheit. Wir sind unbezwingbar. Na gut. Du stößt an deine Grenze. Zieh dich sofort zurück. Ach, das ist schön. Der legt sich einfach hin und meditiert dann. Dann geht er zurück. Das ist auch cool. Alles, was ablenkt. Oh, das wäre geil gewesen, wenn ich jetzt alle erwischt hätte. Mit dem Drachenschlag. Aber gut. Yuga Bagategeokarao! Oder so ähnlich. Ja. So. Beachtlich. Ja, geht doch. Nein. Dreifach Kill. Niemand entgeht mir. Na gut. Das ging nicht. Also ich glaube, wenn man Hanzo öfter spielt und wirklich dann das perfektioniert, sag ich mal. Nein.
dann kann man das, glaube ich, echt gut. Dann macht er auch unglaublich viel Spaß. Weil das macht schon Spaß mit diesen mit dieser Geometrie und alles, dass du halt die Pfeile wegschießt und halt diesen Streupfeil. Das macht schon unglaublich viel Spaß. Ah, ich kann auch direkt drauf schießen, das finde ich auch gut. Okay, er zeigt mir mal ganz genau an, wo er das... Er zeigt doch immer ganz genau an, wo er den dann herholt. Naja, das war doof. Ignoriert alles, was ablenkt. Die Force der Hölle können hier nicht bestehen. Nein! Euer Blutrausch ist vorüber. Mist. Bin ich in seine Attacke reingelaufen. Ach, wir waren alle tot. Hervorragend. Drum auch Rückzug. Ja. Na gut. Wählt ein Talent. So, was haben wir hier? So, after everyone is dead and weeping, retreat, you still try your Hanzo sing. Ja, Sturmbogen erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Sturmbogen verringert die Abklingzeit von Ashiko. Heldentreffen mit Sturm. Was? Ach so, Ashiko, das Rüberspringen. Erhöht die Reitgeschwindigkeit. Ashiko lässt Hanzo sofort aufsitzen. Ah! Dann können wir rüberspringen, dann sind wir sofort da. Sturmbogen erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Ich gebe nie. Ja, machen wir das mal. Nee. Mist. So. Ich gebe nie auf. Moment. So. Yeah. Oh, das mit diesem... Das ist echt... Das ist gar nicht mal so einfach, das Ziel mit diesem Streupfeil. Das ist echt mega schwer. Vor allem, wenn du halt dich noch bewegst, dann ist das echt doof. Oh, Alter. Vor allem, wenn du läufst, ändert sich auch immer der Winkel, logischerweise. Oh, aber das ist echt krass. Ich kämpfe. Das ist echt krass, weil du hast halt dieses, dadurch, dass sich der Winkel stetig ändert, musst du schneller zielen. Das heißt, da lohnt sich eigentlich echt, wenn du sitzen bleibst, dann stehen bleibst. Ja, jetzt die Ulti drauf holen müssen, das wäre geil gewesen. So, wenn er direkt kommt, erstmal so bam. Ich muss meinen Namen reinwaschen. Na gut. Verstanden. Ich glaube, unsere Unsterbliche kriegt gerade mega einen auf den Sack. Habt Acht, ich ändere meinen Standort. So. So, wo sind die denn? Feind getötet. Ach so. Ja. Doppelkill. So. Die Engel sind euch wohlgesonnen. Okay. So. Ich muss mal ganz kurz zurück hier. Sturmbogen, automatische Angriffe verstärken sich gegenseitig. Sturmbogen und Streupfall durchschlagen Ziele. Streupfeil und automatische Angriffe verursachen Bonusschaden.
ihre maximalen Lebenspunkte. Sturmbogensteuer durchschlagen, zielen, treffen einen zusätzlichen Gegner aus und kann Streubfall nach jedem Abprallen eines Gegners einen Gegner neu durchschlagen. Okay. Meisterhaft. Euer Wille ist stark, sterbliches Wesen. Schau mit den Augen des Kühnheit. Okay, haben wir dich tot. Machen wir mal das hier. Keine Ahnung, was hier besser ist. Ich weiß es nicht. Blutrausch. Schade, dass mein Ulti nicht fertig ist. Das wäre geil. Ach Mann, ich kam nicht mehr weg. Mann. Hervorragend. Es ist echt ein bisschen... Es ist echt lustig. Und ja, übrigens, sie hatten vorhin recht, ich hätte abhauen sollen. Ich dachte, ich kann da vielleicht nur so ein bisschen, ne, so ein bisschen hier so Ding und so Leute aufmischen. Ging leider nicht ganz so gut wie geplant. So. Unser Gegner hat ein Fort zerstört. So. Hervorragend. Na toll. Ja. Wir haben eine Festung verloren. Unsere Zitadelle wird angegriffen. Oh, Glück gehabt. Das war mehr als Glück. So. Aber das haben wir wirklich verloren, das ist geil. So, kann ich den... Sehe ich nämlich gleich, wo die sind. Auch wenn es nicht mehr viel hilft, weil wir haben eh verloren. Hervorragend. Naja. Na, das lief ja nicht so gut. Aber ich muss echt sagen... Prinzipiell... Macht das eigentlich schon Spaß, Hanzo? Ich muss noch ein bisschen mehr üben dann und so weiter. Aber ich glaube, Hanzo an sich ist ein ganz, ganz cooler Held, wenn man ihn richtig gut spielen kann. Also ich hatte schon Spiele, wo ich mit Tracer unterwegs war, wo einfach, keine Ahnung, der feindliche Hanzo mich permanent weggeschnetzelt hat. Von daher, ich glaube schon, dass man sehr, sehr weit fortschreiten kann mit ihm und sehr, sehr viel machen kann. Geil, und schon ist er Stufe 2. Finde ich gut. Und ich habe eine Daily Quest, einen Punkt hier dazu genommen. Und hier, Winter, Hauch, Fest, 3 Spiele noch. Sehr gut. Ja, für YouTube ist dann hier auf jeden Fall der Cut. Danke fürs Zuschauen. Das war mal so ganz kurz meine erste Erfahrung mit Hanzo. Ich werde mal gucken, vielleicht werde ich mal ein paar Ründchen spielen, ein paar Ründchen üben. Und dann werde ich nochmal eine Aufnahme machen, wenn ich ein bisschen besser bin. Aber... Alles in allem, neuer Held, finde ich gut. Macht auf jeden Fall Spaß, hat Potenzial. Jetzt muss man es nur noch schaffen, ihn richtig zu spielen, ihn zu meistern. Finde ich gut. So, lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein auf jeden Fall. Wir sehen uns dann in hoffentlich einer nächsten Aufnahme wieder. Egal, ob es Heroes of the Storm ist mit einem neuen Helden oder Hanzo 2.0, wie ich besser werde. Oder eben irgendwas anderes. Ich lasse mich überraschen. So, jetzt aber danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.